geführt und als Erste zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Magistra Birgit Schatz. Bitte, Frau Abgeordnete, ich stelle Ihnen 6 Minuten freiwillige Rede. Arbeitnehmerinnensprecherin der Grünen. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Vor wenigen Wochen noch hat der Abgeordnete Katzian, der so wie viele SPÖ-Abgeordnete nicht im Saal ist, er hat in seiner Funktion als GPA-Chef verkündet, wir wollen die Arbeitszeitverkürzung. Die SPÖ insgesamt hat auch vor erst wenigen Tagen und Wochen zum Beispiel ihr Industriekonzept präsentiert und namentlich Abgeordneter Wimmer, Klubobmann Schieder forderten in dem Zusammenhang, wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung. Und nicht zuletzt Bundesminister Hunsdorfer verspricht uns auch mittlerweile seit Jahren einen offensiven Kampf gegen die Millionen von Überstunden, die in Österreich gemacht werden. Meine Damen und Herren, wir Grüne unterstützen das. Wir wollen unbedingt eine andere Verteilung der Arbeitszeit. Wir wollen, dass die, die sehr lange arbeiten müssen, weniger arbeiten können und die, die ungewollt in Teilzeit arbeiten oder gar keinen Job haben, einen Job haben können, von dem sie auch wirklich leben können. Meine Damen und Herren, wir Grüne wollen den Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung für mehr Lebensqualität und auch für weniger gesundheitliche Belastung durch überlange Arbeitszeiten. Meine Damen und Herren, Ihre Gewerkschafter, Sie als Partei, der Herr Minister, sprechen vom Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung. Aber was machen Sie konkret mit dem heute hier vorliegenden Paket? Sie verlängern die Arbeitszeiten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und ich frage mich schon, wie geht das? Wie kann man diesen Spagat überhaupt noch schaffen? Was sagt das über Ihre Glaubwürdigkeit? Schauen wir es uns konkret an. Sie alle wissen, müssten wissen, dass ab der 7. Arbeitsstunde nicht nur die Leistungsfähigkeit rapide sinkt, sondern auch das Unfallrisiko massiv ansteigt, in einer steilen Kurve ab der 7. Arbeitsstunde. Und was tun Sie konkret? Sie ermöglichen künftig, dass jemand, der auswärts einen langen, anstrengenden Arbeitstag hatte, dann am Abend auch noch mit dem eigenen Auto nach Hause fahren kann. Insgesamt bis zu 12 Stunden arbeiten muss an diesem Tag und die letzten, sagen wir, 3 Stunden davon in der Nacht im Auto sitzt. Sie lachen. Ich finde das absolut nicht zum Lachen, weil wir wissen, dass schon jetzt die überwiegende Anzahl der Berufsunfälle Verkehrsunfälle sind. Und alle Experten sagen uns, schauen Sie sich auch die Begutachtungen an, die sagen uns, die Zahl der beruflich bedingten Verkehrsunfälle wird durch diese Maßnahme rapide ansteigen. Sie lachen und gefährden mit dieser Maßnahme Leben, nicht nur die der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die erschöpft am Abend Auto fahren müssen, sondern auch der anderen Verkehrsteilnehmer. Meine Damen und Herren, wir Grüne wollen das nicht und ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie das lächerlich finden. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Sie erhöhen die tägliche Arbeitszeit von jungen Menschen auf bis zu 10 Stunden, von 8 auf 10 Stunden, wenn es auch mit einer Fahrzeit in Verbindung steht. Ihr Argument ist, dass Lehrlinge, speziell auf Montage, sonst diese Ausbildung nicht machen können. Aber meine Damen und Herren, ab dem 16. Lebensjahr 10 Stunden Arbeitstag. Das ist nicht nur für einen jungen Menschen, der am Bau arbeitet, körperlich extrem anstrengend. Das ist auch eine wichtige Entwicklungsphase. Stellen Sie sich vor, 10 Stunden Arbeit, da bleibt für sonst nichts mehr Zeit. Und das wollen Sie? Ja, zum Beispiel im Gastgewerbe. Wissen Sie, darum kenne ich mich das so gut aus. Meine Damen und Herren, 10 Stunden für junge Menschen, weil sonst die Ausbildung gefährdet ist.
Das fängt jetzt in diesem Bereich an. Wann kommt die nächste Branche? Wann kommt eben das Gastgewerbe und sagt, unsere Ausbildung kann nicht vollständig erfolgen, wenn wir nicht länger als bis 10 Uhr den Lehrling am Abend da haben. Er muss bis um 12 bleiben, weil sonst kann das Berufsbild nicht abgedeckt werden. Das ist die nächste Branche. Wann kommt die übernächste? Wann die übernächste? Warum sind Sie bereit, den Jugendschutz scheibchenweise aufzumachen? Wir können das sicher nicht akzeptieren. Und schließlich noch der dritte Punkt. Ich habe das Gastgewerbe schon angesprochen. Sie ermöglichen, dass künftig die verkürzte Ruhezeit nicht so wie bisher nach 10 Tagen abgebaut werden muss, sondern am Ende der Tourismussaison. Meine Damen und Herren, 8 Stunden Ruhezeit während der gesamten Saison, zum Beispiel von Mai bis September, das bedeutet eine massive körperliche Belastung durch Schlafmangel, durch viel Stress, kaum die Möglichkeit, ordentliche soziale Kontakte zu haben und das alles in einer Niedrigstlohnbranche. Und jetzt verschieben Sie den Ausgleich ans Saisonende, die Ruhezeit ans Saisonende. Also bitte, das ist eine unverantwortliche Maßnahme. Wir werden dem sicher nicht zustimmen. Schade, dass die kleinen arbeitsrechtlichen Verbesserungen, die in dieser Novelle auch enthalten sind, dieses Belastungspaket nicht ausgleichen können. Es gibt sicher eine begrüßenswerte Regelung zum Thema All-In-Verträge bezüglich der Transparenz, der Notwendigkeit, künftig Grundlöhne klarer zu definieren. Aber ein offensiver Kampf, nämlich der versprochene, auch von den Regierungsparteien, offensive Kampf gegen All-In-Verträge, ist auch das leider nicht. Meine Damen und Herren, wir werden dieser weiteren Ausdehnung, nämlich auch Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vor allem auch zeitlichen Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, sicher nicht zustimmen. Danke. Die Grünen wollen eine andere Verteilung der Arbeitszeit und den Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung. Außerdem fordern sie die Verringerung der Überstunden.